Hallo, ihr seid jetzt gerade bei Wahlbrink Custom Bass and Guitars am Stand und das ist quasi das neueste Modell, die EOS in dieser Version irgendwie mal ein bisschen dreckiger gemacht. Eigentlich eine richtige Rock'n'Roll-Gitarre, Body-Esche, Hals-Ahorn, Griffbrett und Schlagbrett in Kingwood und das Ganze mit einer sandgestrahlten Optik. Könnt ihr euch hier hinten angucken, ist schön die ganze Maserung rausgeholt, ist alles recht unempfindlich und sieht alles schön nach Rock'n'Roll aus.